So Leute, wir sind zurück in Final Fantasy 7 Remake. Graue Wände. Die Inneneinrichter waren aber nicht sehr kreativ. Kapitel 2. Irgendwas stinkt hier nach vergammeltem Joghurt, findet ihr nicht? Das bin ja ich. Naja, war halt ein schweißtreibender Job. Waren das gerade meine schlotternden Knie? Ein ganz schönes Feuerwerk. Raus hier, solange wir können. Makroverdächtigung. Katalyse. Ob es am Schießpulver lag? Jesse, dafür ist später Zeit. Junge, Junge. Mein Magen hängt echt auf Halbmast. Zu Hause wartet ein gedeckter Tisch. Beim nächsten Mal nehme ich einfach eine Lunchbox mit. Ist es noch weit, Wedge? Nur noch ein Stückchen. Aufmachen die Kiste. Heiltrank. Sehr schön. Können wir immer gebrauchen. Von hier können wir Sektor 8 erreichen. Gut, da geht's dann weiter. Mach ich jetzt mal die Tür auf. Hier gibt es Müll. Bald bin ich bei dir, Marlene. Und ich bei dir. Dusche. 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 Muss eine französische Edeldame sein, Madame Duché. Holy shit. Der Sprengsatz ist scharf. Köpfe einziehen! Das ging fix. Auf die gute okay, Jessie ist halt verlassen. Los, weiter. Ich glaube, es wird wohl wenig Extra-Loot geben. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Unbekannte Affentäter haben eine Sprengung in Makore... Und... Los! Da sind wir endlich in-game. Kann ich zurück? Ja. Aber wird mir nichts bringen. Wir nehmen die letzte Bahn aus Sektor 8. Aufteilen. Wir treffen uns im Zug. Bis später. Hey. Wo ist mein Geld? Nicht so hastig, mein Lieber. Dein Job ist noch nicht zu Ende. Hey, 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 hey. Na? Keine Angst. Schon gesehen. Das habe ich doch in meinem Schwert. Eine Heilmateria. Na klar doch. Für dich. Als Dank für deine Hilfe. Das ist nicht nötig. Wer dir bezahlt? Ach komm, hier, nimm schon. Ohne deine Hilfe wäre ich nicht mehr am Leben. Zuwendung. Das kann ich nicht ab. Die Starken und die mit viel Glück überleben. Keine Ahnung, ob du dazugehörst. Bist ja ein echter Poet. Besten Dank auch. Du kennst dich damit aus, oder? Worauf du dich verlassen kannst. Ah, jetzt habe ich eine Zauberheilung bekommen, oder was? Neue Funktion, Ausrüstung und Materia. Na. Im Waffe Ausrüstung einsetzen. Also C bedeutet Cloud. Muss ich da extra auf Cloud gehen? Ausrüstung. Hier geht's los. Jawollo, alter Schwede. Okay, das war, ja. Ah, und die haben sogar noch Materia-Slots. Und die Slots sind verbunden. Und der Slot ist plus zweifach.
Don't versehen ist. Dann nehme ich doch den da, doch am meisten. Bam. Panzerschwert. Habe ich nichts weiter. Accessoire. Bringt mir aber anscheinend nichts. Bewahrt einmal im Kampf vor Kampfunfähigkeit. Wirkt nicht gegen Spezialattacken. Nein, nein, nein. Ah, okay, das sind also Effekte. Na gut, dann lasse ich erstmal so. Ich will jetzt hier nicht zu viel Zeit verplempern. Setz sie ein, wenn es brenzlig wird. Und noch was. Das ist für deinen gelungenen Einstand bei uns. Viel Spaß damit, mein Held. Okay, danke später. Supertrank. Der ist wahrscheinlich bitter. Beschwörermaterie, ja, jetzt kommt das. Mit Beschwörermaterie kannst du mächtige Verbündete, sogenannte Esper, herbeirufen. Esper können nur im Kampf gegen spezifische Gegner aufbeschworen werden. Die Materia löst dabei eine Beschwörungsleiste aus. Okay. Sobald die voll ist, kann ich beschwören. Beschwörer-Esper werden in einen speziellen Materia-Slot von Waffen angebracht. Waffen. Es kann nur eine Materia zur gleichen Zeit verwendet werden. Okay. Ja, Chocobo-Küken. Okay, Leute, weiter. War das etwa ein Angriff? Mir scheint so, ne? Aber wohin denn? Meine Tochter und ihr Mann kommen nicht um. Keine Angst, das ist nur ein Brotmesser für sehr große Brote. Moment, ich muss ein wenig mal den Spielsound leiser machen. Dann schrei ich wieder so, weil ich denke, das Game ist so laut. Der da mit dem Schwert war's. Hier lang. Was? Hier oben. Nach oben, habe ich gesagt. Ja? Oben? Ich will mich aber noch... Nach oben, habe ich gesagt. Ja? Pass auf, der Schutt ist ziemlich bröckelig. Meine Tochter wohnt in der Straße, okay? Danke. Kann ich damit reden? Über die Treppe da vorne, kommt man über den Schutt. Danke dir, werter Zivilist. Ob man sich über den Schutt erkämpfen könnte? Ich weiß nicht, Bürger. Würdet ihr mir das empfehlen? Ah, es wirkt so scripted, ne? Und, Klonaudi? Vorsichtig, vorsichtig. Was? Ich bin so müde. Was ist denn? Ich weiß es nicht. Cloud. Das war knapp, ha? Huh? Ja, ja, ich hatte auch extreme Angst. Da kommt noch mehr runter. Na, ich sehe nichts. Okay, kann ich jetzt... Ach nein, da ist zu. Alles in Ordnung bei dir? Geht es Ihnen gut? Soll ich einen Arzt rufen? Verstärkung aus Sektor 7 ist bald da. Okay, also, dann gehe ich. Verstanden. Wir halten... Der Bahnhof steht. Die Brücke nicht. Oh, Sephiroth! Da ist er. Die Geißel der Helden. Der Todbringer. Ich kenne mich nicht so sehr an der Story aus, aber sind das jetzt Flashbacks oder sind das Zukunftsvisionen? Schönen guten Tag, ich hätte Sie gern für meine Modelagentur. Warum hat er Gewindeeisen mit Muttern in seinen Schulterpolstern? Das kann nicht sein. Also er kennt ihn, also muss es ein Flashback sein. Ah! Ah! Flashbacks! Muss mich erinnern.
Vergangenheit! Bahnt sich den Weg! Ich setz mich hin. Weiter geht's. Verdammt! Wo bin ich? Träume ich? Träume ich? Bleib stehen! Sephiroth! Schurke! Cloud, ich hätte noch einen Termin heute. Warte! Mein Schwert ist so schwer. Deswegen heißt es wahrscheinlich Schwert. Weil es so schwer ist. Ich bin heute gut drauf. Heute werden einige dumme Sprüche kommen. Macht euch bereit. Oh, ist das schön warm hier. Unmöglich. Du bist doch tot. So? Ich hab dich selbst. Als könnte ich das jemals vergessen. Es ist meine liebste Erinnerung an uns beide. Hör zu, Cloud. Ich habe eine Bitte an dich. Dieser Planet liegt im Sterben. Ganz unbemerkt. Still. Ohne zu klagen. Du willst sicher nicht tatenlos dabei zusehen. Nicht wahr? Seine Haare liegen aber auch so perfekt. Wenn die Welt untergeht, dann wird auch deine so anmutig brennende Heimat für immer verschwinden. Und mit ihr das Flehen jener Mutter um das Leben ihres geliebten Sohnes. So wie ihre Pein, als ich sie mit meinem Schwert durchbohrte. Was? Was hast du getan? Der Verlust der innigen Verbindung zwischen uns wäre schmerzvoller als mein eigener Tod. Also, Cloud, leih mir deine Kraft. Wünscht sich nicht jeder einen Erzfeind, jeder Held? Das ist gar nicht schwer. Cloud. Lauf weg. Flieh. Überlebe. Halt dein Maul! Okay. Sehr schön. So ist's gut. Du sollst mich nicht vergessen. Hat Sephiroth jetzt mentale Fähigkeiten oder ist Cloud einfach... Aber jeder Held braucht einen Feind. A, um seine Kräfte zu messen und eine Daseinsberechtigung für sein Handeln zu haben. Ein Traum. Und meistens versteht der Erzfeind ja auch die Gefühle des Helden selbst, ne? Gut. Häufig die Einsamkeit, die Zurückgezogenheit, die Kraft, die irgendwie ein Teil von einem selbst ist und die man ja auch irgendwann rauslassen muss, sonst verleugnet man einen Teil seines Selbst. Und das kann man ohne Rücksicht auf Verluste gegen seinen Erzfeind machen. Je nachdem, von welcher Seite ich nun gucke, ist der Erzfeind entweder Sephiroth oder Cloud. Und beide können dem anderen gegenüber Schmerz und Kraft teilen. So, jetzt renne ich aber mal fix. Dort vorne wir sollten lieber zurück. Ja, kannst du mir das näher erläutern, werte Bürgerin? Du willst zum Bahnhof? Hinter dieser Gasse soll es einen Weg geben, aber man muss wohl aufs Dach klettern. Leichter gesagt als getan. Shinra rollt die schon. Okay. Meine Kinder sind ja, willkommen. Ich will zu meiner Familie. Ich glaube, das geht jeder modernen Welt so. Bitte entfernen Sie sich unverzüglich aus diesen Bereichen. Eieiei. Also euch würde ich jetzt gern helfen, aber ich darf halt nicht. Ich kann hier nichts tun. Das ist ja fies. Die kleinen Kinder. Ich würde die mitnehmen. Ich würde sagen, hier, pass auf. Wohl, wird es Sinn machen, die mit nach oben zu nehmen? Wenn was einstürzt, werden sie unten zerquetscht.
Und oben fallen sie runter, aber ich denke mal, oben sind sie sicherer von den herabstürzenden Teilen, aber... kann ich hier... Ach nein, das Geländer sehe ich so schlecht. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Die Schnellstraße in Sektor 8 sowie die Gebiete darunter wurden zur Gefahrenzone erklärt. Nicht so geplant. Bitte entfernen Sie sich und... Aber gute Arbeit! Der Reaktor! Er ist einfach explodiert! Sag bloß! Also... Wahnsinn! Aha! Heiltrank! Ja, also sinnlose Wege sind bei Final Fantasy anscheinend schon mal sehr stark ausgebaut. Also bis es hier wirklich wieder mal zur Sache geht, holla die Waldfee. Aber wir sind ja noch in der Exposition. Die Geschichte wird ja eigentlich erst erzählt. Ich habe das Gefühl, obwohl die FPS nicht fallen, laut der Anzeige oben links, habe ich bei schnellen Kamerabewegungen... Ich hatte schon beim Aufstehen ein schlechtes Gefühl. Krass. Habe ich das Gefühl, dass ich bei Kamerabewegungen schlecht dran bin. Der Gesuchte darf nicht entkommen. Was treibt der Bürgermeister nur? Der betrinkt sich wahrscheinlich hier. Nimm die Finger von ihr! Du kannst niemanden beschützen. Wahnsinn, wie in den Zwischensequenzen die GPU-Auslastung von 69 auf 90, 99% steigt. Krass. Hey, alles in Ordnung? Also mit Aufnahme auf 2K. Ja. Hier. Für dich. Dankeschön. Oh. Eine Blume? Ja, als Dank. Dafür, dass du mich gerettet hast. Habe ich das etwa? Gut, dann halt als Andenken. Was soll ich denn damit? Das habe ich jetzt aber gehört. Also. Ich spiele mal nach Clouds eigentlich ein Charakterbild. Ne? Zurückweisend. Kein Bedarf. Na hör mal, jetzt sag doch nicht sowas. Ist eine echte Blume. Die ist sehr viel wert. Und na dann? Schenk sie deiner Freundin. Sie wird garantiert strahlen vor Glück. Was macht das? Kommt auf den Kunden an. Der Preis variiert. Okay, also die andere Option kommt eh im Laufe des Gesprächs. Habt schon mitbekommen gerade. Ist sie umsonst? Naja, also so arschig wäre ich ja nun auch nicht, okay? Die Blume steht für ein Wiedersehen. Gelbe Blume! Ich warne dich. Keine miesen Tricks. Hab ich was verpasst? Ich lass mich nicht erpressen. Ah, du hast wohl Angst, dass ich Geldeintreiber auf dich ansetze. Seht ihr, das war die andere Option mit den zwei Gil. Das würde ich nie tun. Keine Sorge, echt. Der Marco-Reaktor wurde angegriffen. Du solltest jetzt lieber nach Hause gehen. Die Mentoren. Harry Potter. Immer gut, formlose Wesen mit Schwertern und Materie anzugreifen. Leg die Waffe hin! Ich bin Koch. Ich brauche das zum Filetieren. Sehen die nicht? Weg hier! Jeder für sich! Hey! Viel Glück!
ohne Erklärung gerade noch eine Blume geschenkt und jetzt haut sie einfach ab. Leg die Waffe hin! Langsam! Halt die Fresse! Schnell! Okay! Offensivhaltung! Mutangriff! Nur. Ah, keine. Ja, ich muss auf die Anzeige achten. Das war abzusehen. Okay, Kommandos, Magie-Gegenstände, alles klar. Das hatte ich ja. So, jetzt muss ich. Habe ich einen Hund gehört? Muss ich da eigentlich ihr hinterher, oder? Ich liere ich vorher noch ein bisschen. Da bist du ja! Hallo! Kopf 4 Sektor 8! Wir haben den Gesuchten entdeckt! Wir brauchen Verstärkung! Ja, natürlich! Kopf 4 Sektor 8! Keine Chance! Einsatzmission! Verdammt! Keine große Sache. Oh, Loot! Ausweich-Rundumschlag. Sehr schön. Neue Skills sind immer das Beste. Und neue Waffen. Okay, also ich kann mich jetzt... Also ich verstehe das gerade nicht. Ich renne mal kurz dorthin, wo sie hingerannt ist. Und gucke, ob es da weitergeht. Kann natürlich auch sein, dass ich da eine Cutscene bekomme und ich automatisch gezwungen werde, weiterzugehen. Supertrank. Stellt 50 HP wieder her. Halte die Augen offen. Er kann noch nicht weit gekommen sein. Hier. Besser von hier. Okay. Okay. Wo? Perfekt. Perfekte Fluchtmöglichkeit. Aber nein. Ich muss mich durchkämpfen. Mein Schwert verlangt nach Blut! Nicht zu vermelden. Schönen guten Tag! Scheiße, das war's dann! Nee. Alles in Ordnung. Oh, Hundi! Und Helmbreaker! Der Feind ist geschwächt! Allround-Faltung! Und Schwertwirbel! Na dann? Ja, es ist erst die zweite Aufnahmesession. Ich muss die ganzen Techniken erst noch verinnerlichen. Ah, hier ist, Kisten. Kraftreif. Okay, hier bin ich jetzt aber durch, oder? Jetzt kann ich vorne Richtung Rondell und nebenbei nochmal in die Ausrüstung schauen. Cloud. Kristall. Kraftreif. Stärke erhöht sich um 5%. Hier hatte ich... Also ich glaube... Ich meine, das finde ich, das habe ich wahrscheinlich durch die ganzen Clown bekommen. Ich nehme mal kurz, um zu schauen, wie schnell ich fertig werde mit den Gegnern, ob das jetzt schneller funktioniert. Hier. Das ist die Frage. Denke ich mal, macht so Sinn, oder? Oder kann ich's? Die Frage ist jetzt, Moment, ich muss das mal kurz testen. Nein. Ich dachte, bei 2 Grün bekomme ich einen Stern mehr, aber nö. Okay. Gegenstand, Heiltrank, Cloud, Bam. B.
finde, das müsste noch schneller ohne irgendeinen Klick funktionieren. Aber ich kann das ja eigentlich auf Kommandos legen, was ich ja auch noch tun muss. Kampfeinstellung. Laut. Feuer. Für den Fernangriff vielleicht gar nicht so schlecht. War das ein Limit oder war das eine Fertigkeit? Fertigkeit. Magie. Gegenstand. What? Ah, ich sollte lesen. Der Standardangriff nach dem Ausweichen wird zu diesem Angriff. Widerstand ist zwecklos. Oh. Du entkommst nicht. Greif die Leute. Du entkommst oder was? Was? Oh, kein Feuer-MP. Ich hab doch noch 30. Und... Na, okay, der ist ein bisschen agiler. Oh, ich bleib hängen am Brunnen. Okay. Hab keine TP. Kann ich halt nicht einsetzen. Alter Schwede! Das Schlimme ist, dass ich trotz Block... Dass ich trotz Block Schaden bekomme. Und das Schlimme ist, dass sie mich staggern, aber ich sie nicht. Erst noch looten. Okay, brauche ich jetzt irgendwie... Komm, rein damit. Wieder voll. Muss noch mal kurz schauen, damit ich mir das merke. Verbrauchst 350, 700. Alles klar. Ether macht 20 MP. Friert Trauer. Was ich mich frage. Wieso... bekomme ich trotz MP manchmal keine Zauber hin. Liegt dann, ach Mann, ich bin dumm. Das liegt dann auch an der Leiste, die ich füllen muss. Das Prinzip vergesse ich immer wieder und finde ich ehrlich gesagt auch nicht so gut. Die müsste schneller steigen, die Leiste. Oder dürfte zumindest nicht für die Verwendung von Gegenständen verwendet werden. Da drüben!
Halt ihn ab! Das war knapp. Der Geschosse bewegt sich offenbar in Richtung Hochhürde. Regelt alle Zugänge ab! Ey, der ist runterspringen geklaut. Der Mistkerl! Ja. Keine Zeit verlieren. Ja, an mir liegt's wohl nicht. Aber Hauptsache, die Blume sitzt am Revers. Da bin ich gekommen. Und nur? Und nur? Und nur? Ah, hier. Also in der Zeit, solange wie er jetzt rein theoretisch die Leiter runterrennt. Ja, wollte gerade sagen, irgendwie gab es da doch eine Funktion. Der Kerl ist dann, da, dann, 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 Konzentration. Yeah. Weiter geht's. Kein Entkommen. Ja. Das war's dann. Ja, verschwendet. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Müsst ihr noch mal gucken, was der Heilungszauber heilt. Verdammt hier. Was ist denn hier noch los? Ey, ist so ungewohnt. Auf A bin ich ausweichen gewöhnt oder springen. Da komme ich deswegen... Hallo! Komm schon her! Ich geh nicht nach! No, Klonade! Ich überlege gerade, es gab doch irgendwie... Da ist er! Kisten. Los, wir nehmen das Dreirad. Kisten. Meine Erzfeinde. Ja, ich finde, sowas muss dann in so einem Story-Driven-Game eigentlich gar nicht sein. Du willst eine Stimmung aufbauen. Und da mache ich eigentlich... Ah ja, also ich würde dann sowas nicht machen, dass du noch Kisten sammeln kannst. Ich würde eher den Pace aufrechterhalten. Weil sind wir ehrlich, wenn ich was angeboten bekomme zum Looten, mache ich's auch. Die Ratte sitzt fest. Jetzt hat dein Spiel ein Ende. Und... Nimm das!
Kein Weg vorbei! Los geht's! Aus dem Weg! Ja, komm ran hier, wollte ich auch gerade sagen. Das war's da. Ja. Hatte ich dich in Angriff, der Schildgegner? What? Das war schon nicht schlecht. Seh grad. Und halt. Ja, bleib immer an der Wand stehen mit deinem Schild. Gibt nichts Schlimmeres als Camper. Oh, da wollte ich eigentlich schneller sein als er. Aber er war ganz schön fix. Ich muss ihn schocken. Schockstatus, wo bleibst du? Das war's da. Das konnte der Eiskalt weg. Immer gespannt, was Blocken bei Schildgegner macht. Nicht viel. Beschwören. Jetzt kann ich beschwören. Erscheint im Kampf gegen besonders starke Gegner eine Beschwörungsleiste. Okay, aber wie? Wenn die voll ist, oder was? Okay, ich brauche erstmal Heilung. Das ist wichtig. Obwohl, der reicht. Ja, und jetzt? Okay, ich wollte jetzt nochmal gucken. Ja, hier! Schnuppuckuckrügen! Attacke! Zeit zu kämpfen! Nice Frisur! Kämpfer an der Seite. Kämpfer vollständig, allerdings hast du die Möglichkeit, ihnen im Austausch gegen ATP-Einheiten einen Gruppenmitglieder den Einsatz von Fertigkeiten zu befehlen. Wenn er erstmal den Kampf verlassen muss, er den Abschluss seiner verjährten Spezialfähigkeit ein. Kommt nicht wieder vor. Schluss mit Luft. Verdammt. Er hat schon ganz schön was drauf, der Typ, ey. Ey, das stürmt tatsächlich direkt nach vorn, also. Spezialangriff, Schokopo! Einkreisen! Stopp den! Sektor 8, Chor 2. Wir haben den Mann. Festnahme folgt! Hey! Wo hast du das? Die Blume hält bei jedem Wetter. Na, was ein Zufall, dass es genau derselbe Zug war, wo die sitzen. Armer Cloud, wo bleibt er denn nur? Ist doch kein Grund zur Sorge. War schon ein schwerer Gegner, passiert? Muss ich sagen. Also, ihr habt selbst gesehen, was der kann. Jedes Mal, wenn ich auf sein Schild geschlagen habe, hat er gekontert und hat die Distanz, in die er mich zurückschlägt, gleich überwunden. Ja.
Sie haben Ruhe bestellt! Na, da bist du ja endlich. Hä? Wolltest dich wohl vor der Arbeit retten, was? Shinra war uns auf den Fersen, also hab ich sie aufgemischt. Ich wollte euch Ärger am Bahnhof ersparen. Nicht schlecht. Na, was hab ich gesagt? Ja. Jetzt mal Tacheles hier. Warte. Ich muss euch da noch etwas Wichtiges sagen. Draußen waren unsichtbare Wesen. Dementoren nennt man sie. Wie Geister in langen Roben. Klingt eher sichtbar. Erst später. Nachdem sie mich berührt hatte, denke ich. Eine neue Shinra-Waffe? Bestimmt hast du vor Angst halluziniert. Vergesst es. Ich hätte nicht sagen sollen. Ab ins nächste Abteil. Ab an die Bar! Ja, allerdings. Will halt jeder raus aus dem Sektor. Was gibt's da zu meckern? So fallen wir weniger auf. Wir sehen uns bei einem Moment. Vita, Klaus. Uiuiuiui, das kam mir jetzt wie viel? 500? 500 noch was? Ja, mal schön Gegenstände benutzen. Bam, noch eins rein. Ja, komm. Heute wird sich zugelötet. Ich heute schütte ich mich zu. Denn ich hab ja allen Grund dazu. Mit Gefühl, Schubidu, schütt ich mich heute zu. Mit Gefühl. Ah, schönen guten Tag. Aber Sektor 8 wird wieder aufgebaut, oder? Da müsste doch jedes Mal in Erklärungsnot kommen, warum das so ein riesen Schlachtmesser auf dem Rücken mit sich schleppt. Schon ewig nicht mehr in den Slums. So, hier Notbremse, Achtung! Wer hat an mir rumgezogen? Hey. Harry Potter hier, hä? Da haben wir dich. Und Ron, dein Freund hier, ist auch dabei, auf dem Weg nach Hogwarts, hä? Ruf vielleicht mal die Dementoren. Mann, ist das gibt es in den Slums denn noch so ein Vor? Ich will schlafen. Die Leute sind ganz schön aufgewühlt. Was hast du erwartet? Du, Klaus. Ich wollte eigentlich nach Sektor 3 fliegen. Haben mir solche Angst bereitet. Soll das Werk von Avalanche gewesen sein? Jetzt sei doch nicht so. Die einzigen Leute mit Waffen in diesem Zug. Tschüss, Ron. Wer bist du hier? Naja, du bist nicht Hermine. Ich wollte eigentlich nach Sektor 3 fliehen. Ah, Harry? Stört mich bei der Arbeit. Harry? Wer bist du denn? Ein Idol? Biddy Idol? Darf ich dich mal was fragen? Diese Kämpfe mit Shinra, macht dir das gar nichts aus? Ich meine, das sind schließlich schwer bewaffnete Jungs. Ich war bei Soldat. Ich hatte ganz schön Schiss. Ich war bei Soldat. Ruhe euch und eile mich! Wie gesagt, hoffe ich, dass ich das niemals muss. Wüsste nicht, wie ich dir helfen könnte. Ich brauche. Meine jüngste Tochter lebt doch in Sektor 8. Tja, wahrscheinlich nicht mehr. Es hat ganz doll gebrannt. Wer bist du? Was guckst du so arrogant? Sektor 8 jemals behoben werden kann? Du bist bestimmt bei Slytherin, ne? Du Lappen. Naja. Ich hatte vor dem Angriff schon Gerüchte über eine Gruppe Shinra-Gegner gehört. Das Chaos ich fühle mich wird sich auf Sektor 7 auswirken. Die Schäden in Sektor 8 sind einfach zu groß. Ich hab gesagt, Ruhe! Ich verstehe das nicht. Meintest du nicht vorhin noch, Marco-Gase hätten die Explosion verstärkt? Das war meine erste Vermutung. Aber sowas haben die Konstrukteure doch sicher bedacht. Marco-Gase, auch ein Synonym für Barretts extreme Blähung. Ja? Ach, egal. Ich sollte den Fehler lieber erstmal bei mir suchen, bevor ich anderen die Schuld in die Ich habe euch gesagt, heute kommen nur dumme Sprüche. Alles andere bringt mich nicht weiter. Das steht fest. Aber vielen Dank fürs Zuhören, Cloud. Ich dachte es. Immer wieder gern, Jesse. Ich hatte ja so ein Glück. Also ich finde es auch Wahnsinn, wie die Illusion zerstören und den nur, hey, Ron, habe ich jetzt dreimal gesehen? Auf der Platte ist es mir einfach zu unsicher. Auf der Platte? Du meinst seine Platte? Keine Haare auf dem Kopf, versteht ihr? Barrett hat auf mich gewartet. Der hat wieder seine Makrogase freigelassen an der Tür. Einen Reaktor in die Luft zu jagen. Was haben die sich dabei gedacht? Nichts. Auf
Offiziell wurde noch nichts gesagt, aber das waren sicher diese Terroristen. Avalanche. Ach, immer diese Terroristen. Diese Mistkerle, die auch schon mal den Direktor umbringen wollten? Mhm. Ob die Shinra erpressen wollen? Hey, redet keinen Stuss. Ich hab eine Gatling. Nichts anderes als den Planeten ran. An den Arm. Hm? Hä? Und wer sind Sie? Shinra Abteilungsleiter. Dachte ich schon. Ein redlicher Bürger, der sich um die Welt sorgt. Mit einer Gatling-Hand. Ich glaube, wird selig. Hier, da ist Malfoy. Hier, links sitzt er. Hat sich schon hochgeschlafen bei Shinra. Diese Explosion sollte sicher ein Warnschuss für die Verbrecher da oben sein. Ich meine die Drecksäcke, die den Planeten ausbeuten. Wie hießen die Penner noch gleich? Das müsstet ihr doch eigentlich wissen. Einschüchtern lassen wir uns durch sowas nicht. Egal was passiert, wir machen so weiter wie bisher. Dafür genau, ich, ja, den Widerstand können wir auch. Den Widerstand kann ich auch. Und wie? Jawohl, ein Hoch auf Shinra. Ihr seid ja richtige Helden. Natürlich. Wir tun auch nur, was wir können. Gehen was? Wir. Was wir können? Seien Sie, was ihr macht, ist Kapitalismus so hochleben lassen. Ihr Lappen. Deswegen ist die Welt dort, wo wir heute sind. Wegen Leuten wie euch. Ich tue einfach, als ob ich schlaf. Genau. Hoffentlich kommen wir bald an, was? Sind sicher ganz nett. Hier, er macht sich jetzt ran. Und sie tut so, als ob sie schläft, während sie redet. Was? Ich hab nichts gehört. Garrett, alles easy, Corner, komm. Trink mal einen Schnaps. Schwachsinn. Wir tun das Richtige. Ein Hoch auf Shinra. Was für ein Schwachsinn. Der macht's richtig. Der ist schnell geflohen, ne? Der hat noch irgendwo als Kellner gearbeitet und raus. Hast du kurz Zeit? Neue kriegen eine Einführung. Die Karte hier ist wie gemacht dafür. Wahrscheinlich kennst du das meiste schon. Aber ist halt so Tradition. Wie oft muss ich euch das sagen? Ich... Wenn du weiter so meckerst, kriegst du noch Falten. Hier, sieh mal. Das ist ein Gittermodell unserer Markusstadt Midgar. Sie wurde auf einer riesigen Metallplatte errichtet, die sich 300 Meter über dem Boden befindet. Ach. Das stählerne Fundament dieser strahlend schönen Stadt. Doch wo Licht ist, fallen Schatten. Das Ganze verbraucht Unmengen Marco-Energie, was aber keinen zu stören scheint. Achtung! Wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Das hier ist die Route unseres Zuges. Wie du siehst, schlängelt sie sich spiralförmig um den Hauptpfeiler herum. Da! Wir sind gerade auf halber Strecke. In diesem Bereich werden die IDs gescannt. Und zwar von allen Fahrgästen. Mhm. Geburtsdaten, Zugangsberechtigung, Vorstrafen. Sämtliche Informationen gleichen sie mit ihrer riesigen Datenbank ab. Zu unserer eigenen Sicherheit heißt das. Ja, ja. Es geht los. Google, Facebook, ne? Wir kennen's. Unsere IDs sind natürlich sauber. Schließlich habe ich sie gefälscht. Und wo sind die IDs? Gespeichert? Chip unter der Haut? Oder? Und gleich sind wir auch schon wieder unten. Gutes Gefühl. Sieh gut hin. Oh, diese faulige Pizza ist schuld. Dass die Leute hier unten so ein dreckiges Leben haben. Shinras Makrogier ist grenzenlos. Karge Böden und die Luft so schlecht, dass nichts mehr wächst. Wen's stört, der kann doch abhauen. Hä? Mich hat auch nichts aufgehalten. Wer stark ist, sollte sich für die Schwachen einsetzen. Wie wär's, wenn du zur Abwechslung mal was für andere tun würdest? Mit großen Schwertern folgt große Rückenprobleme und Verantwortung. Wir sind alle wie dieser Zug. Unser Weg ist uns vorherbestimmt. Oh, Kapitel 3. Ja, nicht wie gekämpft in Kapitel 2. Hey,
Hier, willkommen hier zurück. Sind wir. Oh, ihr seid alles okay? Was denkst du denn? Papa! Na, mein Spatzi? Ich hab dich vermisst. Mir ist nichts passiert. Ach, wie schön. Nichts passiert? Was ein Glück. Hier kommen die Bewaffneten des Zugs. Ja. Wir haben's geschafft! Astra, gesund und munter zurück. Die Mission war ein voller Erfolg. Ein großer Schritt für die Rettung des Planeten. Genau. Leute! Auf an die Bar! Wir fliegen auf. Oh Mist. Dussel. Bis zur nächsten Mission habt ihr Ausgang. Schlagt euch mal richtig die Bäuche voll. Was ich mich immer frage, woher bekommen, in Anführungsstrichen, gute Terroristen oder generell, wo bekommen die ihr Bis Essen später. Her? Oder ihr Geld? Vergessen? Die brauchen doch einen Finanzier oder irgendwas. Tifa wartet sicher schon auf dich. Tifa. Oh, Tifa. So, ich bin wieder weg. Haben Sie meinen Mann denn wirklich? Wie ist die Stimmung in den Slums? Viele Menschen sind verunsichert. Naja, ein paar von ihnen trinken und feiern wie immer. Ich hab ein großes Schwert. La la la. Wollen wir uns was an den Boden vom Bahnhof kaufen? Ah, jetzt bin ich hier. Ich frage mich, was wir hier überhaupt machen. Also, das ist eine offizielle Haltestelle, oder was? Ist das jetzt ein bürgerlicher Zug? Ist das ein Zug der Rebellion und der Rebellen, oder? Verehrte Fahrgäste, der Zugverkehr wird heute eingestellt. Okay. Informationen zum Zugverkehr der nächsten Tage werden morgen früh bekannt gegeben. Wir entschuldigen uns für die Umstände. Achtung, Achtung, der außerplanmäßige Zug. Ne, sowas finde ich cool. Also du stellst dir manche Fragen dann um das Worldbuilding rum und das wird dann gleich so schön beantwortet. Super. Und das ist also... So wie ich die Welt jetzt verstehe, die Reichen sind am reichsten und die alle anderen sind halt arm wie Sau. Ja, und alle, die sonst Geschäfte machen wollen, machen das auf eigene Faust, so wie hier. Ja, ja. Hackeletter. Hackeletter voll. Na gut, nicht so viel Zeit verschwenden. Ja, Leute, wir sind in Kapitel 3. Und ja, leider nicht viel gekämpft, aber genau deswegen habe ich so ein bisschen versucht, das spaßig aufzuziehen, weil es doch viel Leerlauf gibt, ja, im Laufe des Spiels. Anscheinend ist es bei Square Enix so oder vielleicht nur bei Final Fantasy, ich weiß es nicht genau. Aber trotzdem, wenn euch der Content gefällt, lasst gerne ein Like, Comment und Abo da. Ich würde mich freuen und ja. Jetzt werde ich noch ein wenig offline meine Schwertkünste trainieren und wir sehen uns bei der nächsten Folge oder dann beim nächsten Game, was dann wieder Elden Ring sein dürfte. Und dort steigen wir dann in den Sarg der Verdammnis unterhalb von Laendl in Tiefwurz. Wir sehen uns bis dahin und ciao. Sagt Tschüss, Cloud. Tschüss, Cloud. Ach, du Trottel.